So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Heute geht es mal wieder um Lego Ninjago Booster. Aber ein ganz außergewöhnliches Video von mir. Und zwar alle vier Serien, die es zurzeit gibt, Booster öffne ich. Serie 1, 3 Stück. Serie 2, 3 Stück. Serie 3, 3 Stück. Serie 4, 3 Stück. Das bedeutet 12 Booster, also wird das Video etwas länger gehen. Aber wir können auch gleichzeitig vergleichen. Ich hoffe natürlich, dass ich überall jetzt in jede Serie eine hochwertige drin habe, wie eine Ultrakarte. Weil da macht es am meisten Spaß zu vergleichen, wie sich die verändert haben. Die Standard-Basiskarten, weniger. Aber das wisst ihr. Also fangen wir jetzt direkt mal immer an. Serie 1, 2, 3 und 4. Jedes Mal ein Booster zu öffnen und gleich zu vergleichen. Wie gesagt, das ist die Serie 1. Habt ihr bestimmt auch. Fangen wir jetzt direkt mal an. Und ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass ich immer wieder hochwertige finde, um gleich zu vergleichen. Standard-Basiskarten sind natürlich sofort raus. Obwohl teilweise die Motive ja richtig cool sind, aber das wisst ihr ja. So, das ist jetzt eine Glitzerkarte. Die ist etwas hochwertiger. Packe ich mal nach rechts. Zweite Booster der Serie 1. Das waren die mit den silbernen Rand. Ich mache sie jetzt doch alle drei auf, weil ich hoffe natürlich, dass ich was richtig Hochwertiges finde. Und ihr schreibt mir natürlich anschließend in die Kommentare, welche Serie ihr am besten findet oder welche Karten. Und ja, hier habe ich eine Ultra. Und die sieht richtig cool aus, der Serie 1. Ich packe sie mal nach ganz rechts, wie ihr es gewohnt seid. So, hier ist es nun. Das dritte und letzte Booster der Serie 1. Obwohl, wenn man so schaut, die Karten, die hatten richtig was. Obwohl, es gibt da auch Motive, die ich auf keinen Fall mag. So, und eine Glitzerkarte wieder. Jetzt packe ich die Standard-Booster-Karten natürlich weg. Die Ultras und Glitzer an der Seite, die vergleichen wir gleich. Kommen nun zu Lego Ninjago Serie 2. Das sind die mit den roten Rahmen. Oder rote Booster-Tüten, ganz wie ihr es sehen wollt. Ups, und die sind wieder schwerer aufzumachen. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass ich hier auch eine hochwertige finde. Am besten eine Ultra. So, da habe ich auf jeden Fall schon mal eine Glitzerkarte. Eine etwas hochwertigere. Passt natürlich wieder wunderbar, die wir dann vergleichen können. Und hinten eine Ultra. Richtig cool. Da macht das Vergleichen gleich richtig Spaß. Ah, die hat auch was. Geben wir es zu. Zweite Boostertütchen der Serie 2. Und wie gesagt, ihr schreibt mir alles in die Kommentare. Ob ihr auch alle vier Serien habt. Ob ihr alle vier Serien vollständig habt. Oder erst angefangen habt. All das könnt ihr und sollt ihr auf jeden Fall posten, kommentieren, schreiben, ganz wie ihr es sehen wollt. Ah, und wieder eine Ultra. Das ist natürlich richtig cool. Das ist perfekt. Und das dritte und letzte Serie 2 Booster. Schöne Booster, schon wieder eine Glitzerkarte. Eine etwas hochwertige und hinten, nein, schade. Hätte jetzt sein können. So, das bedeutet wir Standard-Booster-Karten weg. Glitzerkarten natürlich jetzt erstmal hier so ordnen. Das ist ja Serie 2. Ultra auch dahin. Und öffnen wir jetzt drei Booster der Serie 3.
Und ich hoffe natürlich weiterhin Glitzer und eine Ultra mindestens, dass wir das schön vergleichen können. Puzzlekarte. So, da gibt es ja verschiedene, die Glitzerkarten, die schwarze. Ich lege sie erstmal in die Mitte wieder hin. Ah. Ich hoffe natürlich nach einer Ultra. Seht ihr, das meine ich. Das ist wieder eine Glitzerkarte, eine hochwertige. Packen wir natürlich auch in der Mitte hin. Oh, sieht aus wie ein Achterbahnwaggon. Richtig cool. So, hier ist es nun. Das dritte und letzte Booster-Tütchen der Serie 3 Lego Ninjago. Ah, jetzt wird es aber kritisch. Habe ich eine Ultra-Zieh? Wenn nicht, müsste ich hier rechts in meinen Stapel schauen, den ihr nicht seht. So wird es nämlich sein. Keine Ultra dabei. Schade. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen. Ja, ich habe ja hier so einen Stapel immer, wo ich alle Ultras wegpacke und die hochwertigen. So, und das ist Serie 3. Packen wir mal zwei Stück, den grünen und den schwarzen, dabei, dass wir eben gleich was zum Vergleichen haben. So, Standard-Boosterkarten weg. Glitzerkarte, Serie 3. Ultras, Serie 3, packe ich natürlich nach oben hin. Komme nun zu den letzten drei Boostern, nämlich die Lego Ninjago Serie 4. Und ich hoffe, bitte, lass eine Ultra wenigstens drin sein. Da sind ja die Kristallkarten. Oh, gleich zwei Stück. Kommen natürlich sofort in der Mitte. Ah, dahinter sind die normalen Glitzerkarten. Oder eine zumindest. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder auch Serie 4 Ultra raussuchen muss, weil das wird ein paar Sekunden dauern oder etwas länger dauern. So, und hier ist es nun. Das dritte und letzte Booster-Tütchen der Serie 4. Ja, letzte Booster-Türchen, eine Ultra. Die Mannschafts-Ultra-Karte ist natürlich richtig nice. Ich gucke mal eben in diesen Haufen hier rein. Habe ich da eine Ultra? Werde ich da auf jeden Fall haben? Jawohl. Ihr seht es, Ultras habe ich dabei. Ich packe noch eine und den weißen dabei, dass wir gleich auch die Einzelkarten-Motive vergleichen können. Also Standard Boosterkarten weg. Ultra Serie 4. 1, 2, 3, vierte Serie. Und jetzt vergleichen wir erstmal die Standards. 1, 2, 3, dass ich jetzt nicht durcheinander komme. So, das ist Serie 1. Sehen schon nicht schlecht aus, muss man ja sagen. Serie 2. Seht ihr, es ist gar nicht so ein großer Unterschied, wie ihr feststellen könnt. Wie könnte man meinen, es ist dieselbe Serie? Merkwürdig. Dann haben wir natürlich die Glitzerkarten. Obwohl die schwarzen, die gefallen mir besser, gebe ich echt zu.
und Serie 4. Aber das sind ja die Karten, die nur etwas hochwertiger sind. Wichtiger ist ja Serie 1, Serie 2, Serie 3 und Serie 4 Ultra-Karten. Das sind so Karten, die teilweise schon bis 10 Euro gehandelt werden. Aber jetzt schauen wir mal an. Serie 1 ist schon richtig cool mit diesem schrägen Glitzereffekt. Das hat was. Hat Serie 2 zwar auch. Seht ihr, ist Standard beigeblieben, aber eben nicht so schmal. Die sind etwas dicker geworden, wie ihr das seht. Ist natürlich perfekt. Bei Serie 4 ist es genau andersrum. Hier Serie 1, Serie 2, seht ihr das? Hat sich einiges verändert. Obwohl, die haben, wenn man jetzt vergleichen tut, 1 und 4. 1 durch diesen Blitzerrahmen haben die richtig cool hingekriegt. Muss man ja echt lassen. Vergleichen wir mal die Serie 3. Heißt der rote und ihr seht, der Glitzereffekt ist länglich. Aber ich muss jetzt echt sagen, die Ultras der Serie 1, die jetzt natürlich viel, viel hochwertiger sind, die gefallen mir. Ja, die gefallen mir auf jeden Fall besser wie Serie 2, weil Serie 2 ist also dunkel gehalten. Und Serie 4 geht auch wieder, wenn eine einzelne Ninjago-Figur drauf ist. Serie 3, ja, hat er auch was. Also, ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare, welche Karten ihr schöner findet. Serie 1, 2, 3 oder 4. All das könnt ihr und sollt ihr für mich und alle anderen Zuschauer. Ich werde natürlich unter ein Video verlinken, wo ihr irgendeine Serie sicher und bequem bestellen könnt. Günstiger teilweise auch, wenn es die untersten sind. Die obersten ist der Preis natürlich geblieben, es sei denn, in Massen kriegt ihr es billiger. Einzelkarten, vergisst es, der Preis ist zu hoch. Also wie gesagt, irgendeine Serie verlinke ich unter dem Video. Sicher, bequem auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gefasst. Welche Ultras findet ihr am schönsten? Serie 1, 2, 3 und 4? Schreibt es mir in die Kommentare. Und das war jetzt einfach mal Vergleichsvideo der Lego Ninjago Serie und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.